Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Warum höre ich denn nichts, aber? Mach mal ein Geräusch. Achso, wenn man den Kopfhörer so leise stellt, dass man nichts mehr hört, dann hört man auch nichts. Alles klar. So, jemand hatte mich gefragt, hier, wie machst du, wo kriegst du überhaupt deinen Strom her? Ich habe mir den Namen jetzt auch noch nicht notiert. Und da habe ich geschrieben, hier von den Wärmekraftwerken, kann ich mal kurz zeigen. Dieser Berg, der da vorne auch nochmal ist, das nennt sich Schwarzer Raucher, der gibt es in der Natur auch. Kannst du mal auf Wikipedia nachgucken, das ist ein ganz wertvolles Gebiet, wo unheimlich viele Tiere, Pflanzen auch wachsen. Das ist sehr warm hier, wie du links unten an dem Thermometer sehen kannst. Und das sind Wärmekraftwerke. Nun habe ich eins da drauf gesetzt, weil hier oben ist besonders heiß natürlich. Ne? Und die Wärmekraftwerke, die liefern, hier ist aber auch noch warm genug, die liefern halt, je heißer es ist, desto schneller liefern sie Strom. Sie liefern immer 50 Energieeinheiten, aber halt schneller. Und mit diesen, wie heißen sie denn noch? Achso, Energietransmitter, wo man Gold verbraucht, um die herzustellen, kann man dann die Energie weiterleiten. Da habe ich einen anderen Transmitter eingesetzt. Ich glaube, das ist buggy, dass sie so lang reichen. Ich finde das sehr lang. So, und dann geht der Strom hier hin und von hier aus sucht er sich dann, irgendwann findet er die Basis und geht dann automatisch da rein. Und jetzt ist die komplette Station, hat jetzt halt Strom. So, zwar nur 150, ich könnte noch mehr Kraftwerke da hinsetzen, aber das reicht mir erstmal. Und der Strom kommt auch sehr schnell nach. Also im Vergleich zu Solarzellen zum Beispiel. Welcome aboard, Captain. So, okay. Habe ich hier schon ein bisschen Titan, habe ich hier schon. Dann wollen wir hier mal Beete setzen. Wo machen wir das? Irgendwo, wo sie nicht stören, würde ich sagen. Und das wäre, glaube ich, die Ecke hier vorne. Da würde ich ganz gerne mal zwei Beete hinsetzen. Also einfach nur stören, weil wegen Lichtverhältnissen. Ich möchte nicht dieses wunderschöne blaue Licht gegen ein auch schönes da aus dem Bildkasten auch schönes gelbes Licht tauschen. Aber zusammen ist das, glaube ich, nicht so geil, das Licht dann. So, dann machen wir hier zwei Außenbeetkästen hin. Können wir uns vorstellen. Und dann können wir uns jetzt die Motte mal holen und schwimmen mal rüber. Was? Famous Shipwreck Crack Survives on Lift. Verdammt, ich konnte es nicht lesen. Wieso kam denn da jetzt plötzlich eine. Okay. Wahrscheinlich so ein Fact of the Day, weißt du, so wie wenn ein Kalender abreißt irgendwo, so interessante Info. Er hat garantiert was mit den Beeten zu tun gehabt, die ich da gerade gesetzt habe. Jo, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn hin? Ich würde sagen, das schweißen wir erstmal eben. Die Motte. Ich spiele aber auch momentan wie was Ruhiges hier zusammen, ey. Unglaublich, ey. Man könnte es schon fast lahmarschig nennen, aber ich nenne es ruhig. So. Okay, gucken wir mal. Jetzt wollen wir ein bisschen Action machen. Action! So. Hier mal eben einpflanzen. Bitkasten. 4 Stück. Da ist sie. Dann nehmen wir die anderen noch. Und nochmal 2 davon. Ach ne, 4 habe ich davon. So viel brauche ich ja gar nicht. Das wird aber meine Leuchtgruppe, wenn die hier wirklich alle. Aber okay, gut. Dann machen wir das so. 2, 3, 4, 5. So. Dann packen wir den damit rein. Das reicht mir. Dann haben wir hier noch 3 zum Verbrauchen. Das ist auch gut. Vielleicht reicht mir das ja auch schon. Wobei. Ich glaube einfach mal nicht. Dann machen wir mal leer. Und dann bin ich mal gespannt, wofür ich die überhaupt benutzen wollte. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Dann kam
Nochmal ein... Ah, verdammt. Okay, Moment. Ich mache mal eine Pause. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Mir ist, ich habe meine Textdatei geöffnet, wo ich meine Zuschauertipps immer notiere für alle möglichen Spiele. Und da landen auch die Gedichte drin. Und ich habe eben gerade einen gesehen, dass da nochmal ein fettes Gedicht von Goofy Star drin hing. Und ich habe da aber noch die Umbrüche nicht reingemacht. Er hat das in den Kommentaren zwar gemacht, aber wenn ich mir das rüber kopiere in den Textdateien, sind die irgendwie alle weg. Und dann muss ich das per Hand immer machen. So, und das habe ich mir mal eben kurz umgebrochen. Und umbringen muss ich hier keiner. Das Gedicht ist wirklich gut. Und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal eben zum Besten gehen, weil das letzte war ja von ihm, habe ich ja gelesen, bevor wir zum Sea Dragon Leviathan runtergegangen sind. Und das war ja richtig gut. So, und leichte Nervosität machte ich breit. Ich muss aufstoßen, Moment mal. So, jetzt ist die Nervosität auch weg. Okay, so, das war, das Gedicht war in Folge 95. Und ich glaube, das war die, die heute rauskam, ne? Ja, also jetzt heute, wo ich aufnehme, ist ja Freitag. So. Warport Terror oder Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Well ist wieder mal der Held, rettet nebenbei die Welt, denn er sammelt wirklich alle bösen Crystal Meth Kristalle. Oh, verjagt, was ist denn da? Die finstere Warpah Mafia versucht auch gleich den Well zu killen und mit Elektroschocks zu grillen. Doch unser Held kommt schnell zu Potte, sitzt schon wieder in der Motte. Dann ein Schnitt und Well befreit flott das Meer von Weltraumschrott. Unser Held, der ist halt so, man nennt ihn auch Jack Valcrusto. Pilze, Quarz und Zähne sammeln, Eier auch, die schnell vergammeln. Schnell verstaut das ganze Loot, denn ruhig spielen, das tut gut. Schnell sind die eigenen Worte vergessen. Well ist voll drauf versessen, schnell nach Hause, husch, husch, husch. Doch Well samt Eier hängen im Busch. Mir könnte sowas nicht passieren, ich würde jeden Busch rasieren. Er zeigt's uns nicht, er teilt's nur mit, ganz gekonnt nach einem Schnitt. Was auch passiert und was auch sei, Wells Kanal ist Schweinkram frei. Doch ein Blick ins Aquarium haut unseren Welt gleich wieder um. Die zwei Fische, die wir hatten, taten rege sich begatten. Das ist so geil, das ist so geil, das Gedicht, das ist richtig cool. So, Entschuldigung. Die zwei Fische, die wir hatten, taten rege sich begatten. So schwammen nun 10 Fische rum in dem kleinen Aquarium. Das muss er schnell unterbinden, den Fischebums von vorn und hinten, ist auch den Tieren einerlei, der Kanal bleibt schweinkramfrei. Das ist wirklich gut, das ist echt gut. So landete der Wirbelfisch gekocht und gar auf seinem Tisch, denn Wirbelfisch ist echt der Brüller und gibt Tinte auf den Füller. Dann gibt es jetzt wie ehedem Wellen mit seinem Schrankproblem. Cyclops Basis, Cyclops Motte, Techno-Musik läuft volle Lotte. Die Folge war vor allem voll mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Was Wellen am Ende macht, so allein in dunkler Nacht, Cliffhanger und alle freuen sich auf die Folge 96. Jetzt habe ich das Gedicht aber in 97 vorgelesen. Aber okay, egal, es ist... richtig cool, das ist richtig, ich fand's richtig klasse. Also bitte komm, hier, gib mal Beifall für den jungen Herrn da. Er melde sich mal freiwillig, dass man einen Daumen hoch geben kann, wenn er Hallo sagt. Nee, wirklich richtig klasse, ich finde die lesen sich wirklich gut, ne? Und ich hab's jetzt gerade live quasi auch das erste Mal komplett, ich hab so den Anfang und ich wusste, ah, das ist garantiert wieder gut. Und ich will mir die Überraschung aber auch nicht nehmen, weil sonst, ne, ist ja hier gerade authentisch gewesen. Richtig klasse, Goofy Star, echt, vielen Dank, das ist gerne weiter. Das ist, oh Mann, ich müsste das eigentlich nachträglich nochmal in Folge 96 reinbringen. Ah, nee, mache ich jetzt nicht. Also, ich kann ja nicht irgendwie, dann ist schwierig. So, dann haben wir es ja auch doppelt. So, okay, ja, mal gucken. Dann werde ich ihn wohl in die Kommentare reinschreiben, dass das Gedicht in der nächsten Folge kommt. Ja, ist auch gleich im nächsten Tag, das ist in Ordnung. So, und dann nochmal ein persönliches Hallo von mir an den lieben Nico Nottebrock.
Niki, du hast mir jetzt in zwei Subnautica-Folgen, das letzte Mal ist glaube ich schon zwei, drei Wochen her, einen längeren Kommentar geschrieben. Ich weiß nicht warum, aber ich kann erstmal, also in YouTube kann man als YouTuber selber, hat man links so einen Menüpunkt Kommentare, da kann man draufklicken und dann sieht man alle Kommentare, ist aber total unübersichtlich. Da sehe ich die. Wenn ich bei mir in mein eigenes Video gucke, sehe ich deine Kommentare da drin nicht. Sowas passiert eigentlich nur, wenn man eine Person gebannt hat. Aber ich habe mich nicht gebannt und ich habe mal geguckt. Es sei denn, du hast deinen Kanal mal umbenannt. Oder deinen Namen. Aber du müsstest, ich weiß es einfach nicht irgendwie so. Also, dann schick mir mal eine Mail. Also, falls du dich umbenannt. Ich habe keine Idee, ich sehe sie nicht. Und ich kann aber auch nicht auf dich antworten. Und das macht mich total wuschig, weil. Das würde ich ganz gerne. Und ich kann hier immer nur einen Daumen hoch da lassen. Ich weiß aber nicht, ob du das überhaupt siehst. Also ich habe sie beide gelesen. Aber keine Ahnung. Ich dachte mir, das ist die einzige Möglichkeit für mich, dich zu erreichen, weil über deine YouTube-Seite kann ich dir auch keine persönliche Nachricht schicken. Sonst hätte ich das schon längst getan, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ach ja, hier, großer Versuch, weil es gerade so aktuell war. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt heute noch nicht auf die Kommentare irgendwie alle Namen rausnotiert, wer was geschrieben hat. Seht es mir bitte einmal nach. Hat mich heute auch überrascht, dass ich heute Subnautica aufnehmen muss. Also für jetzt morgen schon. So, pass mal auf. Da geht's, ne? Sieht man. Also würde es gehen, wenn, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen geht's da gerade nicht. So. Da könnte ich auch andocken. Warum auch mal, dass da jetzt nicht geht? Es geht doch aber, wenn zwei Röhren untereinander... Egal, aber da könnt ihr andocken. Hier an die Schrägen kann ich nicht andocken. Geht nicht. Der lässt das nicht zu. Man kann schräg leider nichts bauen. Auch hier nicht. Können wir mal hier drüben den Test machen. Also hier seht ihr es ja. Und hier geht's. Es geht einfach nicht. Hier, diagonal. Weil natürlich gleich Kommentare auch dazu kamen, weil ich sagte, ich habe hier mal gefaked diagonal gebaut. Ne? Wieso? Du kannst doch... Nee, das geht wirklich nicht. Also zwei Kommentare kamen dazu. Ne? Ich sollte mal ausreden, ob das nicht geht. Und nee, geht nicht. Was aber geht, ist, und das ist das Komische, eine Hatch. Ach so, warte doch mal. Ach, ich habe kein Glas. Ach, ich bin ja auch blöd. Eine Hatch geht. Wenn eine Hatch geht, dann geht doch aber auch... Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Dann haben wir das mich einfach alle mal geklärt hier. Ich würde sagen, wir haben beide recht. Ich würde sagen, wir haben beide recht. Pass mal auf. Ich kann hier nur eine... Warum das jetzt hier nicht geht, ist mir ein absolutes Rätsel. Warum geht denn das hier nicht? Ach so, weil ich da Schränke dran habe überall. Das ist es. Pass auf, dann gehen wir da jetzt mal rüber eben. Weil ich da nämlich Schränke dran habe. Okay. So, wir machen hier eine Hatch. Und kann ich an die Hatch jetzt nochmal so eine Röhre machen? Ja, nee, ja. Alle Zeit. Das geht nicht. Wie lustig, dass ich es dahin hängen kann, ne? Nee, ich dachte, ich könnte an die Hatch jetzt vielleicht so eine Röhre setzen. Und ja, das ist ja mal ganz Banane hier. Da hätte ich jetzt gedacht, dass das geht. Und dann... Nee, ja. Nee, also geht nicht. So, jetzt haben wir es alle mal gesehen. Das finde ich schade. So. Naja, und da ich ja wusste, dass es nicht geht, habe ich ja diesen Multi-Zweck, Multi-Funktions, diesen Mufora quasi extra so gebaut. Dass es so aussieht, als wäre es diagonal, ist es natürlich aber nicht. So, okay. Gut. Jetzt will ich mal gucken.
Die haben sich noch nicht so richtig vermehrt. Wo habe ich denn das andere Aquarium, in dem ich die anderen ausgesetzt habe? War das da? Die geschlüpft sind. Yay! So, wir haben hier nämlich einen Rabbit Ray und die Siku. Die Siku will ich ja gar nicht aufnehmen, wenn du hier jetzt reinpupst. Ne? Aber ich glaube, das macht sie nicht. Das hatten wir schon mal. So, genau. Also, machen wir mal ein schönes Foto hier von Rabbit Ray und Siku. Kommen wir mal ein Gruppenfoto. Könnt ihr mal ein bisschen näher zusammenschwimmen? Was zitterst du da an der Scheibe rum? Jetzt, hallo? Jetzt, was machst du denn? Du siehst denn eigentlich so hübsch aus, wenn du richtig rumschwimmst. Okay, so ist ja gut. Können wir hier mal ein bisschen nicht so zittern? Das ist doch, das verwischt doch alles. Es wird unscharf, wenn ich dich fotografiere. Komm mal her, los. Ja, komm hier, zeig mal deinen Schlafzimmerblick. Der hat ja so einen Schlafzimmerblick hier. Ah, Mann. Beide kriege ich aber nicht drauf. Doch, jetzt da. So, okay, alles klar. Gut, dann setzen wir hier nochmal ein neues Ei aus. Ich habe da hier irgendwie mein Inventar. Siehst du, Kaninchenrochenei. Hahaha, nochmal zwei. Jetzt vermehren wir euch. Dich setze ich hier nicht aus. Dich lasse ich hier dauerhaft schwimmen, weil du pupst mir hier nur die Basis voll. Das ist nicht gut. Aber die Kaninchenrochen, die könnten wir ja aussetzen. Und das finde ich mit, ich finde die mit Abstand von allen Viechern am knuffigsten, muss ich sagen. Weil die finde ich wirklich knuffig. So, mal eben kurz gucken. Hier können wir mal eben den Krams reinpacken. Und das können wir da mal eben reinpacken. Und was zum Geier wollte ich überhaupt bauen? Ich wollte vielleicht einen zweiten Mondpool bauen. Und ich glaube, das war's. Schmierstoff. 4 Schmierstoff. Gut, gucken wir mal. Wo habe ich denn meinen Fabricator? Ich glaube, das Ding braucht 3. Ja, das ist das Problem. Dann brauche ich doch noch ein bisschen mehr davon. Achso, es waren ja auch nur 3. Okay. Wir besorgen uns mal ein bisschen Glas. Wo habe ich eigentlich die... Da kann es nicht sein. Wo habe ich denn die Stalker-Zähne hingelegt? Hier irgendwo reingedrückt im Quaggler? Nee. Und natürlich, ach, das hatte ich ja schon erwähnt, ne? MIG LP, Ice K und 13 Steinrolle. Genau. Da. Ich habe jetzt aber gerade gar nichts, was ich in dem Moonpool bauen würde, in der Fahrzeugstation bauen würde, wollen würde. Wie gesagt, ich bin ganz sicher der Überzeugung, dass wenn ich diese Docking Station hier in den Moonpool aussetze und dann anfange zu bauen, falls es überhaupt geht, es kommen auch hier Sonden raus. Das habe ich doch schon mal wiederholt. Ich habe doch gerade ein Déjà-vu. Das habe ich doch schon mal gesagt zu euch. Nee, kam trotzdem nochmal in die Kommentare. Dann würden hier vielleicht irgendwie die Sonden... Ja, ich... Keine Ahnung. Oder wenn ich da drin eine Seemotte bauen würde, die würde in dieser Höhe rausgesetzt. Ja gut, dann könnte man machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das ganze Spiel dann... kollabiert. Ich habe da ein doofes Gefühl bei. Ein ganz doofes Gefühl habe ich dabei. So. Stalker-Szene. Wo zum... Da haben wir welche. Und hier haben wir auch nochmal Titan. Das ist gut. Machen wir das. Ich würde mir ganz gerne ein Observatorium hier bauen. Das lohnt sich ja auf jeden Fall. Und dafür brauchen wir dieses bessere Glas. 3 Stück meine ich. Fürs Observatorium. Und dann müssen wir uns nur noch einen schönen Platz dafür suchen. Das Wasser hier draußen ist wirklich kalt. 3 Grad ist ja irgendwie nichts, ne? So, wollen wir mal gucken. Braucht das Observatorium noch mehr? Nö. Ich brauche es nicht. So, wo könnten wir überhaupt noch was anbauen? Also hier unten kommt unser zweiter Moonpool ran. Der wird wahrscheinlich auch genau hier rankommen.
Ich könnte an den Moonpools noch was ranbauen, möchte ich aber gar nicht unbedingt. Dieses Ding ist ja nur dafür, dass ich in die Moonpools komme und oben ist ja nur die Befestigung an der Decke. Da hängt Uran an der Decke. Dann haben wir den da, den haben wir hier. Man könnte natürlich gucken. Es ist so schade, dass es dieses T-Segment nicht aus Glas gibt. Sonst hätte ich hier natürlich ein T-Segment reingesetzt aus Glas. Dann hätte man hier nochmal was anbauen können. Das wäre gut gewesen. Okay, aber ein Observatorium. Könnten wir... Ich möchte ja auch nicht, dass dieser Baum hier verschwindet. Ich traue mich da gar nicht so richtig ranzuschwimmen. Wo ganz ehrlich, aus der Nähe sieht die Textur jetzt auch irgendwie nicht schön aus. Oder ist das ein Schatten? Oder was ist das hier? Also, näher dran ist nicht unbedingt ein Gewinn in dem Spiel, manchmal. Wir könnten hier dran ein Observatorium bauen. Das könnten wir machen. Das wäre wohl machbar. Warum nicht? Wir nehmen das Fenster hier erstmal raus. Dann bauen wir uns hier einen Glasgang ein. Ja. Dann würde ich hier aber ganz gerne noch ein T-Stück bauen. Aber vielleicht nicht so eins, sondern können wir gleich eine Kreuzung nehmen. Geht ja nicht anders. Jetzt möchte ich speichern, weil mir das einfach zu heikel gerade wird hier. Oh, braucht er wieder lange. Ach so, ja richtig, wir sind ja auch schon wieder bei 22 Minuten fast, ne? Hat er vorher schon 5 Minuten aufgenommen. Das passiert nämlich immer, wenn ich schneide, dass ich da nicht dran denke. Ha, sowas. Geht's mal hin, Spiel, sonst ist die nächste Folge schon angefangen. Mensch, ich kann doch nicht angehen. Okay, es scheint irgendwie länger zu brauchen. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir bauen ja in der nächsten Folge weiter. Ach, ey, dieses Spiel versauft an jedem Cliffhanger, ey. Achso, nee, so daran wollte ich ja gar nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann würde ich hier direkt die Beobachtung. Das sieht aber auch doof aus, oder? Aber da bin ich doch aber sehr nah. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht so nah ran wollte? Habe ich doch... Oh, den kann ich scannen. Den ganzen Baum. Ich nehme das mal ab. Also ich muddel hier nochmal ein bisschen rum. So, und ich würde sagen, nein, ich baue jetzt nicht großartig ohne euch. Ich will nur mal testen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was das hier wird. Okay, gut. Dann bis dann. Tschüss.